Jo Leute, was geht ab? Das ist Ziki Story 14. Erstmal herzlich willkommen auf der Insel Mahlzeit. Grüß euch, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das sind heute zwei Stories. Die eine ist ein bisschen witzig, die andere ist so ein bisschen ernster, aber werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß mit dem Video. Jo, ihr kennt das ja, wenn ihr ein Schulpraktikum habt. Und das war das allererste Schulpraktikum, was ich jemals hatte. Und ich dachte mir, ich bin ein sozialer Mensch, ich gehe in ein Krankenhaus. Das war das Marienkrankenhaus in Hamburg. Und ich hatte da richtig so ein Forschungsgespräch und wir hatten halt so von der Schule so ein paar Adressen bekommen, wo die wussten, okay, die Leute nehmen Schulpraktika. Also Schulpraktika dann. Und das war halt so, dass ich das Forschungsgespräch hatte und zu der Dame gesagt habe, mir wäre das lieb, wenn ich nicht mit alten Menschen zusammenarbeite. So, dann hat sie gesagt, okay, habe ich mir gemerkt. Schwanz hat sie gemerkt. Sie hat mich genau bei den ältesten Leuten im Krankenhaus reingesteckt. Das war Geriatrie 2. Also das sind Leute, die kurz vorm Sterben sind. Und das war für mich voll heftig, weil ich wusste nicht, wie ich damit umgehe. Also ich kannte keine Person, mit der ich irgendwie Kontakt hatte, die da ein paar Tage später gestorben ist. Und bei diesen Leuten, die in der Geriatrie 2 sind, ist das oft der Fall. Aber das war auch cool. Da waren auch coole Leute und da waren halt auch Leute, die Demenz waren, also die haben sehr schnell vergessen. Und da war zum Beispiel so ein, ich habe zum Beispiel, meine Tätigkeiten waren, ich habe geholfen, sie hatten so eine Karte und da musste man aufschreiben, ja, was sie zum Frühstücken möchten, was für Ausschnitt, Mittagessen. Es gab immer irgendwie 2 oder 3 Möglichkeiten, die man da auswählen kann. Und da habe ich die gefragt, was sie möchten. Und das war dann so, dass in einem Zimmer halt mehrere Leute waren. Und die hatten einfach keinen Bock zu reden, die anderen. Die haben gesagt, ich will dasselbe wie er oder ich will dasselbe wie sie. Und das war dann für mich natürlich leicht. Aber da waren noch so komische Situationen. Zum Beispiel hat jemand gesagt, er will einen Schwarztee, einen schwarzen Kaffee, nur mit Milch. So. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann ist es kein schwarzer Kaffee. Doch, er ist schwarz, aber er ist mit Milch. So. Und dann habe ich gesagt, dann ist es doch ein blonder Kaffee. Ich sage, nee, das ist schwarzer Kaffee mit Milch. Ich so, okay. Und danach, die haben halt, wie gesagt, alles immer nachgeplappert, was die anderen gesagt haben, weil die keinen Bock hatten zu labern, hatte ich das Gefühl. Die hatten ja auch keinen Bock auf mich, ich weiß nicht. Und danach, die andere Person genau dasselbe. Und dann waren auch Leute da so, wo ich mir gedacht habe, ey, warum werden die eigentlich nicht besucht von ihren Verwandten oder Familien oder Kindern? Und dann habe ich mit denen darüber geredet. Und ihr müsst euch vorstellen, die Kinder hatten einfach keinen Bock auf die. So, ich weiß nicht, vielleicht haben die, waren die schlecht zu ihren Kindern, weiß ich nicht. Aber das fand ich schon sehr heftig. Also ich, egal wie schlimm meine Mutter oder mein Vater wäre, ich würde die immer im Krankenhaus besuchen. Und vor allem, wenn du weißt, es ist bald so weit, dass die tot sind. So finde ich, das ist das Mindeste. Und ich habe dann halt mit denen geredet, ich habe mit denen Karten gespielt, Zeitung vorgelesen und ich konnte damals nicht so gut lesen. Und das war für mich doch ein gutes Training. Und ich weiß, da war einer, der wollte immer, dass ich jeden Tag eine Bildzeitung kaufe. Und hat mir dann 2 Euro oder 2 Mark, ich weiß nicht mehr ganz genau, gegeben. Und die Bildzeitung hat damals 50 Pfennig oder 50 Cent gekostet. Also den Rest kannst du immer behalten. Und das war auch immer cool. Da hat sie einfach immer mal 1,50. So, jeden Tag. Das war für mich immer so ein Taschengeld. Und ja, aber die Leute haben mir schon wirklich leid getan. Und ich bin dann zu dieser Frau gegangen, die mich da eingeteilt hat und gesagt, ja, warum haben sie mich denn eingestellt? Ja, ich wollte genau das machen, was du nicht machen wolltest, weil ich habe gesehen, dass du mit Menschen gut kannst und du hast so ein, du bist sehr herzlich, irgendwie sowas hat sie gesagt. Und mir haben diese Leute halt echt leid getan, weil da war zum Beispiel dieser Opa, der mir mal Geld gegeben hat für seine Bildzeitung, der ist dann nächsten Tag, habe ich einfach die Bildzeitung gekauft, ohne von ihm Geld zu nehmen und wollte ihn dir geben, er war schon tot. Und, so. Und da hatte ich auch sogar echt geweint, Alter, das fand ich echt heftig, weil den mochte ich echt gerne und den haben die seit Wochen nicht besucht seine Kinder und das fand ich echt traurig. Also das, da habe ich echt so, also ich habe nicht oft geweint in meinem Leben. Ich habe nicht mal so teilweise geweint, wo Familienmitglieder von mir gestorben sind, weil ich einfach jung war. Aber bei dem Typen habe ich einfach echt geweint. So, ich fand das voll heftig so, weil der Typ war echt ein ganz lieber Mann und weiß nicht, das fand ich schon echt heftig, so, dass ihn keiner besucht hat. Und er war voll traurig und hat mir das dann erzählt, hat dann immer geweint und so. Und das habe ich dann mit nach Hause genommen natürlich und habe das meiner Mutter erzählt und die war dann auch vertraut. Das war's, das bei dem Typen war das schon echt. Das konnte ich nicht nachvollziehen, warum sie den Typen nicht besucht haben. Und
das war auch heftig, dass die Leute so im Krankenhaus manchmal scheiße waren zu den älteren Leuten. Das fand ich halt echt. Also das habe ich manchmal so im Fernsehen gesehen oder sehe ich immer noch im Fernsehen, dass manchmal so Krankenschwestern und die Pfleger so ein bisschen die Patienten unfair behandeln. Und da hat das auch gestimmt, also muss ich sagen. Da waren so zwei Leute, die haben die Patienten echt nicht unbedingt liebevoll behandelt. So gesagt, ja, mach das mal selber. Okay, die wollen die Leute so ein bisschen stimmen, dass sie selbstständig werden, kann ich auch verstehen. Aber Digga, wenn der Typ nicht mal seinen Kaffee rühren soll, wie soll der alleine, keine Ahnung, seinen Arsch abwischen? So. Das ist dann für ihn Unding gewesen. Nee, mach das mal selber heute. So, fand ich auch heftig. So, ich, für mich wäre das auch schwer, jemand den Arsch abzuwischen, gebe ich zu. Aber wenn ich mich entscheide, diesen Job auszuüben, Digga, dann gehört das dazu. So, das ist wie wenn du Lehrer bist, dann musst du auch eine Klassenfahrt mitmachen. So, das gehört einfach dazu. Und ja, das zum Praktikum, das war schlimm für mich. Weil was ich auch krass fand, ich muss halt extrem früh aufstehen. Ne? Also ich bin da teilweise um 5 Uhr da gewesen, 5.50 Uhr. Und das war für mich halt echt heftig so, ne? Also war schwer. Aber war ein cooles Praktikum. Die hat mir damals auch dann gesagt, ja, wenn du älter bist, kannst du hier eine Ausbildung machen. Die hat mir eine sehr gute Bewertung gegeben. Aber ich wollte halt nichts mit ganz alten Leuten zu tun haben. So, und dann kam das auch für mich nicht in Frage. Obwohl so Altenpfleger, Krankenpfleger, da sind Männer immer sehr begehrt. Machen immer sehr viele Frauen und da sollen oder wünschen die Leute, dass sie auch Männer machen. Ich habe mal geklaut. Und ich bin nicht stolz drauf. Da muss man sagen, ich war sehr klein. Ich war 5 oder 6. 5 glaube ich sogar eher. Oder 6, ich weiß nicht ganz genau. Und zwar habe ich damals mit einem Kollegen immer Murmeln gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Murmeln sind. Die werden jetzt hier eingeblendet oder hier. Gibt es mehrere Größen von. Und wir hatten so ein Spiel. Wir haben so in die Erde so ein Loch gemacht und haben dann die Murmeln da reingehauen. So, also so angeditscht, dass sie da reinkommen. Und ich hatte nur kleine Murmeln und es gab so eine große Murmel, die haben wir damals Übergröße genannt. Übergroße? Irgendwie so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das war so, dass ich habe immer verloren. Ich habe immer verloren gegen meinen Kollegen, weil er hatte zwei von diesen großen Murmeln. Und er hat gesagt, ja, mein Bruder hat die mir gekauft bei Kloppenburg. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zu Kloppenburg und hole mir die auch. So, ich habe dann gesehen, dass sie mehr kosten, als ich hatte. Und dann habe ich sie einfach geklaut. So, richtig behindert. Das war richtig so ein Ich-will-ich-nehm-Gedanke. So, ich habe die geklaut. Ich habe das auch voll so rein im Gewissen gemacht. Ja, das hat mich gar nicht gestört, weil ich das unbedingt wollte. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine Einstellung hatte, weil ich gar nicht so erzogen worden bin. Und habe die dann geklaut, habe dann mit meinem Kollegen gespielt und habe dann auch ganz Zeit gewonnen. So. Und dann hat er gesagt, er will auch welche haben, weil meine war ein bisschen größer als seine Übergröße. Also richtig behindert. Das war so wie so ein Schwanzvergleich. Ja, mein Schwanz ist 20 cm. Ja, okay, ich suche jetzt jemanden, der 24 cm hat. Keine Ahnung. Das war richtig so behindert. Dann hat er welche geklaut und ich habe dann gesagt, okay, da waren noch größere als die, die ich hatte. Ich will die dann auch haben, damit er die Große hat und ich die Großen habe. Ey, dann haben wir die geklaut, wurden erwischt. Dann haben die Polizei gerufen, bei 5-Jährigen oder 6-Jährigen, fand ich auch richtig heftig, Alter. Als hätten wir die jetzt abgeknallt oder keine Ahnung. Und danach haben die zu uns gesagt so, wenn ihr das nochmal macht, rufen wir eure Eltern an, dann gibt es richtig Ärger. Und ihr dürft hier nicht mehr herkommen, so in den Laden. Und ich dachte, okay, geil, so meine Mutter, mein Vater, meine Brüder erfahren davon nicht so. Ich bin aus dem Schneider. Dann, ein paar Tage später, du bist ja klein, wenn deine Mutter sagt, komm, lass einkaufen gehen, musst du mitgehen. Du kannst ja nicht alleine zu Hause bleiben. So, meine Mutter sagt, ja, wir gehen einkaufen zum Marktkauf. Das ist in Bergedorf so ein Supermarkt, den gibt es immer noch. Und daneben war Kloppenburg. So, dann hat meine Mutter gesagt, ja, ich muss da nochmal rein, weil ich da keine Ahnung, Servietten oder irgendwas musste sie kaufen. Komm mal mit so. Also, wir gehen da hin jetzt. Ich sag, nee, Anne, ich will nicht und so. Warum nicht? Ich sag, ja, ich will da nicht rein und so. Sagt Olo, warum willst du da nicht rein? Wir gehen jetzt rein und so. Ey, wir gehen rein. Und was war meine Tarnung, damit ich nicht erwischt werde? Ich habe einfach so gemacht. Ich dachte, wenn ich so mache, erkennt die Frau mich nicht. Und ich weiß, dass es eine Frau war, die hatte so einen Bobschnitt mit roten Haaren, aber gefärbte Haare. Und die Frau hat mich gesehen und hat dann so gemacht mit dem Finger auf mich so gezeigt. Ne? Und sie dachte, glaube ich, ich bin alleine, weil meine Mutter war woanders. Also sie waren an einem Gang.
Und ich dachte, ey, scheiße, die Frau kommt dann zu mir und sieht mich mit meiner Mutter und sagt dann zu meiner Mutter, ihr Sohn hat sie geklaut, verlassen Sie bitte den Raum, also den Laden. Und ich hatte so übertrieben Angst. Dann habe ich noch einen mieseren Move gemacht, habe einfach so gebracht. Bin so durch den Laden gegangen. Meine Mutter hat gesagt, was machst du da? Ich habe gesagt, meine Augen tun weh vom Licht. So richtig Kind und richtig behindert. Und kennt ihr das, wenn man früher so Verstecken spielt, hat man auch immer so gemacht. Mich sieht keiner. Ich weiß nicht, ob ich das deswegen gemacht habe oder weil ich einfach wollte, dass die Frau nicht sieht, wie ich aussehe. Ich habe keine Ahnung, ich fand das auf jeden Fall richtig lustig und heftig, Alter, dass ich einfach geglaubt habe, wenn ich so mache, dass die Frau mich nicht erkennt. Da war ich schon echt ein genialer Typ. Also war schon echt cooler Move von mir. Ist mal geil. Also auf jeden Fall niemals klauen, Leute. Egal, was ihr möchtet und es nicht kaufen könnt, fragt eure Eltern, spart selber Geld, aber niemals klauen. So, das macht man nicht. Das ist asozial, das gehört sich nicht. Und ich möchte mich hierfür nochmal entschuldigen, falls sie das sehen. Vielleicht haben sie jetzt weiße, kurze Haare, ich weiß nicht. Ja, aber das war auf jeden Fall lustig. Ja, Leute, wir neigen uns zum Ende. Das war Ziggy Story 24. Wenn ihr möchtet, gibt es eine 24. Folge, da schreibt ihr einfach Hashtag mehr. Es gibt eine neue Folge, checkt die Beschreibung ab. Wer abonnieren möchte, kann abonnieren. Folgt mir auf Instagram. Ciao, mein Ziggy. Deutschland.